Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt wird wieder ein bisschen WoT gestreamt. Wollen wir mal hoffen, dass meine Zeit nicht so aufregend ist wie sonst, auch wenn ich nicht so wirklich strockle. Aber egal. Ja, wo bin ich denn da? Oder bin ich ganz falsch? Da wollte ich nicht hin. Wollte ich hin? Wollte ich da? Ja, da wollte ich an. Da wollte ich an. Ich weiß, ich muss an den Leuchtturm fahren, aber ja, da ist nicht meine Position. Also da befürchte ich, weil ich relativ schnell rausgeschossen war. Aber ja, ne? Was soll ich sagen? Das ist aber aggressiv, na weh. Beschädigt. Unser Munitionslager wurde getroffen. Das war's für uns. Raus hier. Na super. Na, da habe ich jetzt mich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Das habe ich nicht so gut gemacht.
Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sonst ist die Scheißmaus viel zu genau. Und jetzt, wo man es mal bräuchte, ja, danke, danke. Ach, leck mich doch. Echt, leck mich doch. Und das. Super.
Und das jetzt. Jetzt geht die Tasten nie. Ich guck mal, was da jetzt los ist. Was ein Quark, jetzt ohne Witz, was ein Quark mit dieser dummen Inrastrom hier und hallo. Och, was ist denn das für ein Kanon? Das kann doch nicht wohl sein. Was ist denn das für ein Kanon? Meine Fresse, von 8 Schuss treffe ich 2. Danke, Wargaming. Danke. Für nichts. Für nichts. Guckst du an. Meine Fresse, von 5 Schuss. Oh, ich hab jetzt schon wieder Puls. Guckst du oh, guckst du oh, was ein Spiel, ne? Wofür schieße ich überhaupt, hä? Erklär mir mal, ne, wofür ich hier schieße. Für nichts. Für in die Luft oder was, oder für Kredits, hä? Ja, das war Gaming noch ein bisschen mehr Geld verdient. Jawohl, danke. Hauptsache Eierkäse klingelt, hä? Weil ist ja wieder Weihnachten, da tun ja wieder Kohle machen. Mit eure Lootboxen. Was ich von so Firmen wie euch hall, ne? Was ich von Firmen wie euch hall, können euch denken. Wargaming. Wargaming, ja. Hochseriöses Unternehmen. Hochseriös, also. Die wissen, wie es geht. Von 8 Schuss, 2 Treffer. Aber Hauptsache Gold, Hauptsache das Kästchen klingelt, ja? Hauptsache das Kästchen klingelt, jawoll! Wargaming, danke, Wargaming! Mann, 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 Mann! Ich hab jetzt schon wieder einen Puls! Von dem tollen Spiel! Meine Fresse!
Ich hab jetzt schon Puls. Es ist jetzt mal drittes Gefecht. Der Durst doch normal schnell wie der Hund. So, was ist jetzt? Hier fährt keiner hin. Ah, gut, ne? Hier fährt noch nicht ein einziger von meinem Team hin. Ist mir egal. Ah, ob ich mit euch mal Zeit vergeudet wird. Als ob ich mit Leid wie euch mal Zeit vergeudet wird. Team. So. So, guck, ich kämpfe alle G3. Wie viele TT sind da? Ha? Und? Wie viele TT sind hier? Ja. Ha? Ja. Okay, ne? Das Gegner-Team ist genauso toll wie mein. Ja? Ja? Der DSA. Apropos, ne? Meine Artillerie hat nicht geschossen. Ne? Die Gegner-Artillerie ja, alle. Also dieses Spiel, das ist wirklich die Maximum toxische Dosis. Fängt an beim Spielehersteller, geht weiter über alle Gegner-Teams. Inklusive das eigene Team. Also, dieses Spiel ist maximum toxisch, aber maximum. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass mich irgendwas mehr aufregen kann wie dieses Spiel. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Ich wüsste nichts, was mich noch mehr aufregen sollte wie dieses Spiel. Nix. Boah. Ja. Ja, gut gemacht, Rose. Das hast du echt gut gemacht, mein Freund. Schon.
Ach Gott, was ist denn jetzt? Ein Progetto. Andere, ja. Oh. Ja, ne? Och, wo ist denn der jetzt her? Jo, der schießt dreimal in der Zeit, wo ich eh Schuss mache. Ja, der schießt dreimal in der Zeit, wo ich eh Schuss mache. Ist logisch. Das ist logisch. Hallo. Ja. Das Spiel. Also ich weiß nicht, warum ich mir dieses Spiel, ich kann es nicht erklären, ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich wirklich eine masochistische Ader an mir, von der ich nichts weiß. Also kein Mensch mit gesundem Menschenverstand wird sich dieses Spiel freiwillig antun. Keiner, also kein Mensch. Es sei denn, man will einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt in dieser Kombination oder Reihenfolge. Wow. So, rege ich mich mal mit dem da ein bisschen auf. Obwohl ich mit dem hier die Dame wirklich passables Gefecht hat. Eins von 120. Alle Turniere, alle wie gesagt. Na gut. Wenn so viele Panzer darüber fahren, dann muss hier auch was passieren. Dann müssen wir hier durchziehen. Nicht stehen bleiben und nutzlos gucken, wie der Rest vom Team totgeschossen wird. Ich bin mal gespannt, ob das Team mitzieht. Oh, aber Gold. Gold macht den. Gold macht den. Das ist die große Meinung an die Film. Da ist er schon. Das ist schon der nächste. Ja. Ja, so. Und die bleiben da oben stehen. Da oben bleiben sie stehen, ja. Da ist jetzt schon alles gesagt. Da ist schon alles gesagt. Bleiben ruhig stehen. Kein Problem. Kein Problem. Ich sterbe hier alle. Kein Problem. Ja. Einer wollte mir helfen. Einer. Tolles Team. Tolles Team. Danke an mein Team. Also ungelogen. Danke an mein Team. Wir sind absolut kompetent. Teamfähig, ja. Mit so Leuten spielt man gerne. Boah.
glaube, ich muss halt noch irgendwas machen für die Aggressionen abzubauen, die ich in diesem Spiel aufbaue. Alle. So, hier fahre ich mal nach rechts. Ich bin mal gespannt, ob ich noch ankomme. Oh, ich habe ja, ich habe den neuen Motor da drin. Ich werde gleich über das Gefechtsfeld fliegen. Ich habe den großen Motor drin. Den habe ich mir gestern gekauft. Also, ja. Jetzt aufpassen, hier kommt das Mäuschen. Aufpassen. Der ist ja noch träger, wie er vorher war, oder? Ah, doch, doch, er ist ein bisschen schneller, ist er. Hallo, ja, doch. Der kommt sogar mit dem Progetto da mit. Guck mal, da, oder? Guck mal, oder? Hab ich einen richtig guten Motor hier, oder? Guck mal, da. Also wenn ich mich beeil, kriege ich noch mit, dass mein Team tot ist oder das Gegnerteam tot ist. Also, das ist ja richtig optimistisch, hä? Guck mal da. Hier kommt die Maus. Geld drin. Der Panzerung nicht geschlagen, das war mir klar. Dass ich die Panzerung nicht geschlagen, ne? Ich verstehe, ah, der steht um die Ecke gut. Wenn der nämlich von oben käme, hätte ich wirklich ein Problem. Der kann richtig Aua machen.
Übrigens ein Panzer, den ich mir empfehle. Als T30 ist gut der Panzer, also kann ich wirklich empfehlen. Allerdings ist nicht die klassische TD, also der spielt sich eher wie ein Heavy, aber ich mag Heavys insofern. Ich glaube, Profi geht mich jetzt fluchen, weil ich vorhab zu keppen. Aber ja, ich gehe eh davon aus, dass mein Team die wegkommt, die ich schon in Gefahr bin. Also, sind wir mal ehrlich, ich spiele hier in dem Spiel keine Rolle mehr. Also, so nüber brauche ich gar nicht zu probieren zu fahren, Alter. Nicht mit dem Panzer. Oh, Mann. Das ist mutig, mit mir links und mit mir Burrasque auf ein Objekt 2.5 Silber. Aber sagen wir mal, zu zweit schaffen das vielleicht. Also wenn einer hinten drauf, einer vorne drauf. Ich drück nicht, obwohl die ISO 1.5.2, der macht Löcher. Also wenn der sie schafft, dann hat sich das Gefecht erledigt. So, Wiener, das war's. Gut. Gutes Gefecht, gutes Team. Ich muss wirklich sagen, das Mäus hier, ich hab mich lang gefragt, ich wollte den gar nicht spielen. Der ist viel besser wie ich, also wirklich, also der macht Spaß, also. Kann ich wirklich jedem nur gucken, oh, der ist wirklich nicht verkehrt, also. Da gibt es viel schlimmere Panzer, der E50 zum Beispiel. Dabei vermute ich auch, der E50, der ist nicht so schlecht. Also das kann wirklich mit mir zusammenhängen. Wie gesagt, ich bin also realistisch. Ich weiß, dass ich kein guter Spieler bin. Aber damit kann ich leben, ich habe andere Qualitäten. Was streamen wir dann da im Battle Park?
Ach Gott, das sind alles Belohnungen, wo ich nicht brauche. Die da hätte ich noch gern und die hätte ich noch gern. Wie lange geht denn das mit dem Battle? Noch bis 8 Dezember. Sehr gut. Weiß ich jetzt schon, wie es aussieht, also da fahre ich rechts rum, ne? Komm feine hier, werde direkt rausgeschossen, mein Team lässt mich feine rum, aber. Und dann tut mein Team erfolgreich verlieren. Das ist immer mein Prognose für dieses Gespräch. Ja, ich glaube, die Prognose wäre besser. Ich fahre vor. Mein Team lässt mich alle. Ja. Das dann. Und das, ne? Das, ich bin ein Medium und wer vom Heavy? Vom Heavy. Ja, oh, Medium, alle. Das ist der wahre russische Programmierkunst. Also. Das kann ich dir nicht ausdenken. Ich glaube, wenn du dort drüber einen Film machen würdest, den dort kein Mensch gucken, weil das sah wird total unglaubwürdig. Total unglaubwürdig. Aber ich bin mittendrin statt mir dabei. Das ist erschreckend wie viel. So, und hier ist Silver, der macht mich kaputt. Aber wenn der durchkommt, bin ich tot. Der kommt sogar wirklich daher. Oh, der kommt daher. Wirklich daher, der sagt. Wenn der da rumkommt, bin ich tot. Oh, mein Team ist hier. Hallo. Team ist wirklich hier. Ich habe kein Gold drin beim ISU. Oh 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 oh. Vielleicht habe ich meinem Team doch Unrecht, du. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, ne? Gut, er fährt weg. Ne, er fährt weg. Also im Moment ist wirklich meine einzige Funktion hier der Köder verdienen. Also machen kann ich glaube ich hier effektiv nicht. Abpraller, jo komm, die schießen mir in die Seiten, haben Abpraller, ja klar. Da kommt der Bursche. Fahr weg.
meiner Seite besser aufgehoben. Geschwind. Spanne. Bin ja geil. Er steht da und lauert. Der ist Deckel. Er muss schießen. Wirkungstreffer. Ja, der nur auf mich zielen. Der sagt nur auf mich zielen. Ja. Was ist denn jetzt? Habe ich einen Disconnect? Apropos Disconnect, wie die Uhr haben. Ah, ne, gut. Also jetzt will ich mal Internet ausblenden. Ja. Was verdammt der mit mir? Fahr woanders hin. Aber schieß auf irgendwas. Komm, wir haben doch aber hier so stabil geführt. Was ist denn da gerade passiert? Ein bisschen Kredit warme. Hallo Mama. Hallo meine Nase, alles gut? Na, ich bin nicht mehr schon. Das ist Mama. Papa spielt. Was spielt du? Die schlüpfen durch rum. Du sollst doch da nicht rumkrabbeln, Deckel. Oh. Hey. Ja. Guck mal hier. Geh doch. Geh doch. Oh, shit. Das stehe. Das brauchst du gar nicht. Ach Gott. Ich sah doch, dass es losgeht. Ja, soll ich aufmachen?
Ach Gott, weiter im Text. Mach vorsichtig. Die rennen aber die Mama. Spinne ist der. Ich bin hier jetzt nicht. Warum regen die nicht genau? Ich bin tot. Ich bin immer noch im Gefecht mit dem E50. So, noch 200.000, dann kann ich mir vom Polebomber den Nachfolger holen. Was ich aber noch nicht mache, weil ich warten will, bis er im Orgebot ist. Jungs, haben wir gewonnen. Ei, gut. Kredit Case klingelt. So, mit dem da werde ich jetzt so, wie soll ich noch formulieren, diese Redline Sniper machen, ne? Ich glaube, Profis werden mich verflügen für die Position, wo ich mich hinstelle, aber erschreckenderweise habe ich genau auf der Position schon richtig gute Gefechte gelöst. Heavy, ohne Ohr, ich. Hat das so
gar nicht wieder drin. Jetzt da nicht, ich komme nicht an denen. Doch, ich komme nicht an denen. Der fährt doch rotzefrech weg. Rotzefrech. Ja. Ich wundere aber, dass ich so, hier gibt es gar keine TDs außer. Doch, hier gibt es doch, wo sind denn die alle? Wo sind hier die TDs hier? Gerne fährt hinter hoch. Das hat die Kuh wohl nicht, ne? Aller gut. Nee, der Dumm macht jetzt das komplette Team durch den Weg, oder was? Och ja, der... Erklär mir mal, ey, obwohl gut ist, wahrscheinlich russische Programmierkunst, bin ich zu dumm, es zu verstehen. Warum die immer zugehen in der Sekunde, wo ich schießen kann? Und wenn sie auf sind, dann bin ich im Real, immer, also... Das ist genau so programmiert. Sobald die ich schießen kann, gehen sie zu. Ja. Weil das ist eh gelaufen. Das ist gelaufen, das Gefecht. Wenn ich mir irgendwas dabei von oben runter krach. Da machen wir nichts mehr. Da machen wir nichts mehr. Das war's. Das war's. Nicht durchschlagen. Genau. Genau, mit sowas habe ich ihn gerade gefächelt. Ja. Das ist gut. Ja. Wofür ziel ich überhaupt? Ich treffe ja eh nicht, hallo. Ja? Oh, das eben haben wir getroffen. Weiter ist so eine riesige Armee da. Oh, ich kapiere nicht, dass die nicht runterkommen.
eigentlich. Ja, politischer Treffer. Ja, und die überleben, ne? Die überleben immer noch so mit 3 Leben, dass sie dann noch Tausenden Intrige kennen. Ja. Die überleben immer. Die werden mit dem Programmierer wahrscheinlich sich im Kämmerchen, hä? Stand weg, ja. Ah, ist ja noch nicht so spät. Oh, wir haben gewonnen. Gucken wir mal da. Wir haben gewonnen. So, Punktlandung in der letzten Minute. Aber jetzt will ich auch mal gucken, wie es hier EP-technisch aussieht. Also, wann ich mit welchem Panzer jetzt durch bin. 60.000 habe ich. Da haben wir jetzt Halbzeit. Auf den Konvoi bin ich mal gespannt. Ich glaube, der ist gut. Also, so, bei dem da weiß ich, das dauert noch ewig. Bei dem brauchen wir 120.000. Also da gibt es 2 Panzer, die wir freischalten. Das, ach gut, ist egal. Ja, ist egal. So, dort die E50. Fehlen noch 130 Stau. Da haben wir jetzt knappe Drittel. Und mit dem Mäus hier gut, da ist halt Luft noch oben. Ja, da brauchen wir nur 160, all gut. Gut, dann ist das Ganze doch recht geschillt, hätte ich sagen. Was meinen ihr? Dann ist das Ganze recht geschillt. Und fahren wir noch ein bisschen Credits, hätte ich sagen. Ich denke, das ist nicht gefährt. Geld brauche ich eh im Moment in dem Spiel. Wie viel Uhr haben wir? 1 Uhr, 2 Uhr, ja. Dann machen wir noch 1 Stunde. 1 Stunde Kredit fahren wir. Der Card habe ich vergessen, eins von meiner allerbesten Geschichte gemacht, die ich je hatte. Aber ja. Wir wissen ja bei alle in meiner Situation kann man nicht pessimistisch sein. Also das Nachteil, ne? Das ist der Hase und starrer, steifer Band. Ich muss sagen, ich fand den gar nicht so schlecht spielen, also. Super Hellpack, die mag ich sowieso, die ist richtig geil. Die gut mit dem SPR VFN. So weit bin ich noch, den habe ich noch nie gespielt. Aber ich denke, das wird auch so die nächste. Also wenn ich jetzt durch bin mit was der TT spiele ich im Moment gerade. Die Britte. Wenn ich mit der britischen TDs durch bin, denke ich, wenn die Schwede so die nächste sei. Bei der Heavys werden wahrscheinlich, also bin ich jetzt an der Pole dran, wenn die durch sind, wäre ich die tschechische Heavys und die englische Heavys
Zusammenhang an der russischen Mediums, da spiele ich eh noch lang. Adelreh, ja, ich weiß, es gibt hier viele Adihase, ne? Also bin ich schon durch, die habe ich schon alle. Weil ich Adelreh zu spielen liebe. Aber ja, jetzt gehen wir alle Viewer weg. Ja? Und Lights hasse ich wie die Pest. Also da habe ich wirklich so die wichtigste durch, meiner Meinung nach. So dass ich überhaupt Leid habe und mal spielen könnte, wenn ich wollte. Aber um ehrlich zu sein, ich bin froh, wenn ich kein Leid spielen muss. Weil ich glaube, das ist die Klasse, die mir am allerwenigsten vom Spielstil her zusagt. Was machen die da? Stehen sie aufgereiht wie auf der Perle Schnur. Ich stehe hier falsch, ne? Ich stehe doch hier richtig. Normal bin ich doch immer trocken. Das verstehe ich jetzt nicht. G.I. Joe, cool. G.I. Joe war das. Schon 4-0 fürs Gegner-Team. Ja, 4-0 fürs Gegner. 5-0. An der Front ist auch schon komplett gefallen. Kein Wunder. Hin ist alles tot. Schauen wir hier, wir sagen noch, ich mach da auch nichts. Ich gehe da auf das hier, ich werde auch tot geschossen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch lang lebe. Oder? Liegt meiner jetzt oder nicht? Oh, oh, oh. Da bin ich doch nicht hier. Da ist ein Haus. Super, da ist ein Haus. Doch nicht sein, dass alle hier am Haus stehen. So viel zum Thema. Das war's für uns. Los hier. Ich bin jetzt auch nicht, also Parkkredit hab ich gemacht. Zum Glück bin ich beim Kreditfarmen nicht auf Tagesliege oder gewiss. Credits, weil ich denke, dass wir da 20.000 hängen geblieben sind. Was gemacht, oder wäre ich mich über andere erinnern? Heid, aufgeregt.
Ich habe mich hier in den Busch gestellt. Du siehst es, die Position ist klasse. Wenn die da oben hinkommen, da kannst du richtig schießen. Alle wunderbar. Problem ist nur, wenn du hier die Gelegenheit bekommst zu schießen, heißt das, dass dein Team vorne schon komplett tot ist. Und, du kannst denen halt gar nicht helfen. Und insofern immer schön mitfahren und versuche vorne zu helfen. Obwohl mir hier sehr wenig soll mit vier Panzer, ich weiß es nicht. Oder MX-50-100 oder steht maximal nutzlos, hirnlos, sinnlos, das, aber ja. Bin ich, glaube ich, bei meinen Team-Mitspiele. Der Emil, das ist ein Problem für mich. Das bin ich nicht auch alle. Gut. Irgendwie trifft mich jeder. Also es ist egal, wer wo wie schießt, mich treffen sie alle. Abbrüht, alle doch nicht schnell leer. Der steht mit dem Heavy, da sind wir maximal nutzlos rum. Ne? Das ist schon, ja. Da stehe ich deinem Gegner lieber. Das wollte ich nicht. Gibt's doch nicht. Ja. Gut, was soll ich da machen, ne? Also, eigentlich hätte der müsse tot sein, so großzügig wie der, weil auf mich gezielt hat. Aber ja, drei Panzer von meinem Team sind nicht in der Lage, auf den einen zu schießen. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Ne? Da bin ich, glaube ich, zu egoistisch.
Ich erwarte, dass von drei Panzer aus meinem Team einer auf denen schießt. Aber mein Kreditkonto wächst nur sehr zäh und träge, hallo.
Ich kriege das Rohr nicht runter. Die haben sich noch tapfer gewehrt. Oder das ist schlecht. Dass wir hier befehlt sind, ist gut, aber wir bräuchten eigentlich auch noch einer, wo Licht macht. Irgendwie weiter vor. Ja, ich spiele ab. Ja. Hier schon ab. Gerade du mit einem steifen Rohrgeschirr bist du fehl am Platz, wenn ich behaupten wolle. Hallo, ich glaube nicht, dass du hier große Hilfe bist.
Was ist das hier? Alle, vier Schuss, vier Kills. Alle, was ist mit mir halt? Sehr mutig von mir, aber auch nicht sehr clever. Hallo. Aber ich denke, das Fest müsste man einmal gewinnen. Hoffe ich. Na gut, aber finden dann meine noch. Oh, Million. Das war wirklich dumm gelöst. Dieser Panzer ist der Hammer. Das ist der Hammer. Den habe ich geliebt. Also, auf den niedrigen Tierstufe muss ich sagen, die meisten Panzer, ja, ne? Ne? Aber der war klasse. Der ist richtig klasse. So, Attacke. Attacke. Guck mal, der eine wehrt sich mit Händen fies, ne? Macht der auch gar nicht immer so schlecht. Oh nee, oder? Kämpfe. Ich glaube, die ersten drei Jahre, wo ich das Spiel gespielt habe, habe ich keinen Kämpfer, keinen einzigen Kämpfer gekriegt. Guck mal, 8000 EP. Gut, gut. Mega nett. Mega nett. Bei guck mal, im Gegnerteam, ne, alle, das war wahrscheinlich, der hat richtig gut gespielt, also. Der hat richtig gut gespielt. Machen wir was Unkonventionelles. Ich fahre mal nach rechts und stelle mich da hinter. Los geht's. Ich glaube, es war jetzt nicht das Brett, die Schlacht entschieden wird. Aber ich gucke halt, dass ich frontal und dass ein Team kenne, der will gefällt. Okay.
ich von hier wirken kann, ne? Gar nicht, oder gar nicht. Und du gibst es hier das komplette Gegner-Team, aber ich komme nicht drauf. Wenn er mehr. Ja, und der ist die Front gefallen. Wo ist denn unser Panzer? Sind die alle da hinten? Das ist gelöst, das ist Fisch. Ah ja. Das ist gelöst. Ich muss auch sagen, ich war hier maximal nutzlos. Also ich war hier für mein Team überhaupt keine Hilfe. Wir sind auf dem Zweibanzer, ne, Vierbanzer. Ja, hold the line, please hold the line. Ich würde gerne irgendwo Schaden machen. Ne, nein, nein. Meine lieben Zuschauer, ich befürchte, ich muss hier ganz schnell Schluss machen. Aber ich bin später wieder online, wahrscheinlich sogar 11. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen Tag. Bitte, Anne. Gut, geht weiter. Gucken wir mal, ob es probiert, bleiben wir auf. So, weiter im Text. Ja, das war eine Niederlage. Weil so interessiert mich wirklich muss. Obwohl, nee, da kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen.
alter Hotspiel mitgespielt. Und sind wir mal ehrlich, so Ergebnisse, die sind jedem von uns schon mal passiert. Mir auch öfter so, aber sowas sollte normal nicht passieren können. Aber da das Spiel halt wirklich von hochkompetenten Programmierern programmiert ist, passieren mir solche Gefechte teilweise, obwohl ich sieben Volltreffer gelandet habe. Also was nutzt denn eben in dem Spiel Volltreffer, wenn man siebenmal keinen Durchschlag hatte? Also, ne? Aber wer da mir gelehrt hat, also... Ich finde das immer wieder bei den sogenannten, selbsternannten Pro-Gamer so faszinierend, dass die mit jeder Gurke-Munition überall Durchschläge haben, ne? Was man logisch nicht erklären kann. Und wenn aber andere keine Durchschläge hat, dann ist das, weil der keine Ahnung hat. Das ist auch mein erster Gedanke bei sowas. Es ist mein erster Gedanke, dass ich deswegen keine Durchschläge habe, weil ich keine Ahnung habe. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nur Gold schieße. Also, gut, eigentlich ist das schon ein Indiz dafür, dass man keine Ahnung hat, aber da geht sie dann auch direkt weiter, wenn sie dann die Gold-Noobs kritisieren, aber selber auch nur Gold schießen. Alle. Ne? Was ist denn das? Ey, ich glaub's ja wohl nicht. Das ist die Crew von dem anderen Panzer, die hab ich auf dem Sitze. Bin ich doof, ich hab auf denen eine neue Crew drauf gemacht. Bin ich doof, ich hab eine andere Crew auf denen gemacht. So sitzt meine Crew. Kinders, ihr sollten wirklich, wenn er so Dinge drehen, ne? Weil ich habe auch auf meinem anderen Panzer, habe ich mein IS-7-Crew. Und ja. Naja. Hm? Na ja. Was habe ich denn auf dem doofen Crew? Jagdtiger-Crew. Aha. Ich glaube, ich habe gar keine Jagdtiger. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber... Ach Gott, Kines, ne? Ohne weiter, no comment. No comment. Was hab ich denn so? Ja, relativ schnell tot. So. Die Mädchen hier hat hier gar nichts verloren. Aber wirklich überhaupt nichts. Ja. Der hat hier überhaupt nichts verloren.
20. Ach ja. Und 90.000 Kredit gemacht.
das ist jetzt ein Bit. Das da ist jetzt echt ein Bit, oder? Was soll ich zu diesem Spiel jetzt ganz in einen Schnupper? Ohne weiter. Oh, wir sind recht in der Stadt viel zu wenig. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon gelaufen. Oder wenn ich mir das angucke.
Gut gewonnen. Ist egal. War ein Nullnummern-Gefecht. Ein Nullnummern-Gefecht. Ach Gott, ne? Kines, was soll ich da noch sagen? Was soll ich da noch sagen? Hm? Wie viel Plus haben wir gemacht? Oh, 35.000 Plus. So, ihr Lieben, das war's jetzt wirklich für heute. So. Das Spiel hat mir jetzt weniger Spaß gemacht, aber es war mir ein Vergnügen mit euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, was ist denn heute Samstag, ne? Klar, da ist heute Samstag. Alle Fälle genießen den Tag, raus scheint die Sonne, was Besseres gibt's nicht. Wie gesagt, wer will, ich gehe davon aus, heute oben G11 bin ich wieder on. Aber da spiele ich was, was mich nicht so aufregt wie das hier. In diesem Sinne, sage ich noch, danke, 500 Kilo, danke Enid. Anitov, danke einfach Uwe240, danke Kaxi06, dann danke Nanje6, danke The Black Phoenix, oh, schöner Name, gefällt mir, und danke Xylane. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Liken, teilen, abonnieren. Und in diesem Sinne sage ich Servus.